Die Naturgefahren hier im Gumpistal sind nur bedingt vorhersehbar. Wir gehen davon aus, dass es auch in Zukunft wieder einmal zu einem Felssturz kommen hier oben. Wenn und in welchem Ausmaß als das Ganze wird passieren, das können wir aber aktuell nicht beantworten. Im Januar 2019 hat es hier in den Felsen des Gumpistal oberhalb der Achsenstrasse einen grösseren Felssturz gegeben. Der hat rund 80.000 bis 90.000 Kubikmeter Material umfasst. Man kann sich das etwa als 7.000 Moldenkipper-LKW-Ladungen voller Gröllmaterial vorstellen. Wir haben in einer ersten Phase hier oben die heikelsten und grössten Blöcke gesprengt, haben nachher ein Überwachungssystem aufgebaut, das Sturzereignisse rechtzeitig erkennen und durch das die Strasse unten dran sperren. Die Anlage tut nachher, wenn die Gefahr gebannt ist, die Strasse automatisch wieder freigeben. Dann hat man kurz nach dem Ereignis ein temporäres Schutznetz direkt über der Achsenstrasse erstellt und im Nachgang jetzt über eine längere Zeit einen grösseren, massiven Schutzdamm erstellt, der vor allem im Urgangprozess wieder ins Hauptgrind zurückleitet, dass der geförderte Bereich auf der Achsenstrasse möglichst kurz gehalten wird. Hier im Gumpistal gibt es regelmässig kleinere Blockschläge hier aus dem obersten Bereich der Ablagerungen raus. Seit dem November 2019 haben wir aber nie mehr ein grösseres Ereignis gehabt, das bis zu der Achsenstrasse gekommen ist. Mit dem Beginn der Gewittersaison dieses Jahr kann es aber sein, dass sich die Situation im Tal wieder verändert. Aus diesem Grund überwachen wir den Zustand dieses Tals regelmässig, wie zum Beispiel heute mit dem Drohnenflug hier, damit wir eine Veränderung im Tal frühzeitig erkennen können und auch entsprechend darauf reagieren. Unsere Aufgabe ist, Gefahren und Risiken hinsichtlich Naturgefahrenprozess in diesem Tal zu erfassen und korrekt zu beurteilen, dass wir nachher richtige Massnahmen treffen und so längerfristig den Betrieb der Achsenstrasse sicher gewährleisten können. Also im Prinzip werden wir überall dort gebraucht, wo Naturgefahren potenziell auftreten können. Wenn man unter einer Felswand lebt, wenn man eine Strasse oder sonstige Infrastrukturanlagen unter Felswänden, unter instabilen Hängen hat oder so, dann kann man auf uns zurückgreifen und kommt eine fachkundige Expertise über, wie stark die Gefährdung aussieht und was man allenfalls dagegen machen könnte.